Am heutigen Dienstag werden einige Daten zum Dienstleistungssektor veröffentlicht. Bleiben Sie dran, um mehr zu erfahren. Dies ist der Wirtschaftskalender. Um 6 Uhr werden die Daten zu den deutschen Fabrikbestellungen für Februar veröffentlicht. Im Januar hatten die Aufträge einen zweiten Rückgang in Folge verbucht, was darauf deutet, dass die größte europäische Volkswirtschaft unter der globalen Abschwächung und einer schwachen Inlandspreismacht leidet. Dann starten die Datenveröffentlichungen zu den Dienstleistungs-EMI für März, beginnend mit den italienischen Zahlen um 7.45 Uhr. Die finalen französischen Daten erscheinen 5 Minuten später und die deutsche Statistik folgt um 7.55 Uhr. Der Blitzbericht setzte den europäischen EMI auf einen 3-Monats-Hoch bei 54 fest und die Chancen sind hoch, dass dieser Bericht in der Publikation um 8 Uhr noch einmal überarbeitet wird. Die Daten zum britischen EMI erscheinen zuletzt. Nach den jüngsten EMI-Umfragedaten von Market und CIPS soll der einst dominante Dienstleistungssektor des Vereinigten Königreichs im Februar an Dynamik verloren haben. Der Geschäftsaktivitätsindex fiel von 55,6, die im Januar fixiert wurden, auf 52,7 im Februar, den niedrigsten gemeldeten Wert seit März 2013. Die Daten zu den europäischen Einzelhandelsumsätzen für Februar werden um 9 veröffentlicht. Die europäischen Konsumausgaben steigen im Lichte wachsender Einzelhandelsumsätze, die im Januar den zweiten Anstieg in Folge verbuchten. Mittags um 12:30 stehen einige Datenveröffentlichungen zum nordamerikanischen Handel für Februar an. Die Daten zum US-Waren- und Dienstleistungsmangel betrugen 45,7 Milliarden im Januar, was 1 Milliarde Euro mehr ist als der im Dezember revidierte Wert. Die Daten zum globalen kanadischen Warenhandelsdefizit stiegen um 24 Millionen im Januar auf 655 Millionen. Um 2 werden die bedeutenden Daten zum US-ISM nicht-industriellen EMI für den Monat März veröffentlicht. Im Februar sank der Index auf der niedrigsten Stand seit Anfang 2014. Die Daten zum US-Verbrauchervertrauen für April erscheinen zur gleichen Zeit. Im März befand sich der Index auf dem niedrigsten Stand, der im November letzten Jahres verzeichnet wurde. Und die Daten zum chinesischen Dienstleistungs-EMI für den Monat März schließen diesen Bericht ab. Die Dienstleistungsindustrie, die den größten Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt im Februar beigetragen hatte, zeigte wieder eine Expansion, während das allgemeine Wachstumstempo sich wieder verlangsamte. Mein Name ist Celeste Skinner, ich bedanke mich für das Zusehen und sage bis bald.